Ja, da sind wir endlich wieder mal lang genug in Abstinenz gelebt. Jetzt sind wir wieder da und heute soll es auch was ganz Besonderes geben. Es wird wieder gesmoked und wir haben uns heute auf eine ganz besondere Fleischsorte endlich mal eingelassen. Wie oft wurde ich schon darauf angesprochen, im Moment ist dieses Fleisch im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Hier haben wir es, Angus Pure Grain Fed Australian Beef. So, was ist das große Geheimnis dieses Fleisches? Die Rinder stammen aus Australien, gut, das hört man schon, Grain Fed. Grain, das ist Getreide, das ist das Hauptnahrungsmittel, was diese Rinder zu sich nehmen. Da gibt es also wirklich genaue Ansagen seitens der fleischverarbeitenden Industrie, die sie sich da selbst auferlegt haben, wie man diese Rinder letztendlich füttern soll, welche Anteile an Getreide, wie viel Proteine, wie viel Fette und. Also super spannend, ihr könnt euch das selber mal so zusammengoogeln, worum es da eigentlich bei den Grain-Fed Beef geht. Letztendlich steht überall geschrieben, dass dieses Fleisch im Munde förmlich schmilzt. Das ist ein Wahnsinn. Ich bin so gespannt, wie das Fleisch schmecken wird. Ich werde das jetzt gleich auspacken, dann schauen wir es uns zusammen mal an. Und wir werden hier auch nicht großartig mit irgendwelchen experimentellen Würzmischungen und Rubs dieses Fleisch belegen. Nein, ich will wissen, wie das Fleisch schmeckt und habe jetzt im Moment noch kein Interesse, das mit irgendeinem weiteren Gewürz außer Salz und später noch ein bisschen Pfeffer darüber im Geschmack zu verändern. So, wir haben das gute Fleischstück jetzt endlich mal ausgepackt. Wollen wir mal einen Blick drauf werfen. Und zwar, wir sehen schon hier, was das für eine wahnsinnig geniale Marmorierung hat. Da ist man auch schon im Internet darauf hingewiesen worden. Die haben das entsprechend auch dort schon beschrieben, dass eben die Marmorierung dieses Fleisches Wahnsinn sei, die ja auch letztendlich wieder dafür zuständig ist, dass dieses Fleisch so extrem zart ist. Und durch die Befütterung eben mit dem Getreide hat das Fleisch auch einen sehr, sehr intensiven und guten Eigengeschmack. Ich bin sehr gespannt drauf, was da nachher auf uns zukommt. Jetzt, wie ich das schon angekündigt habe, was nehmen wir? Wir haben hier einmal Olivenöl, dann auch ganz wichtig, ein Salz. Dann nehmen wir nicht irgendein Salz, ich habe ja auch nur eine kleine Menge davon noch da. Und zwar, was klebt hier an meinem Finger? Auch wieder interessant. Egal. Ach, das ist das von der Salz. Das ist Pyramidensalz. Auch momentan ganz groß en vogue, worum es da geht. Da werden tatsächlich von den Salzkristallen oben nur die Spitzen abgehackt. Auch da müsst ihr selber nochmal im Internet nachschauen, warum das so gemacht wird. Dieses Salz hat auch noch eine kleine, leichte Rauchlote, da wir es in den Smoker tun. Tja, übertreiben werden wir es damit sicherlich nicht. Also, da steht's, Pyramidensalz. Wunderbar. Dann gehen wir die Sache an. Einfach mal kräftig Öl drüber. Super, andere Seite. Gut aus. Ja, das wiegt was. Also, wie viel Gramm haben wir denn hier? Das sind 2700 und noch ein bisschen. Ich glaube, 2731 hatten wir da. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Aber so die Richtung. So, dann jetzt das Salz. Habe ich schlauerweise zugemacht. Ja, aber hier mit einem Finger. Guck mal einer an. Haben wir das wieder aufgekriegt? Ach, ich bin so schlecht mit der linken Hand im Draufstreuen. Ist natürlich so eine Sache. Ja, so ein bisschen verteilen jetzt hier. Das funktioniert. Ja, also wie gesagt, Salz kann man nie genug drauf machen. Das ist kein Problem. Wir können das Fleisch nicht versalzen. Das also auf keinen Fall. Das titsche ich mal so ein bisschen an jetzt. Auf der anderen Seite das gleiche dann noch. Wunderbar. So. Und so kann das dann ab in den Ofen. Bei den Temperaturen heute hatten wir sogar die Sache, dass wir die Side-Fire-Box in großen Strecken so aufstehen lassen konnten und die Temperatur in der Garkammer immer noch die gewünschte war.
Inzwischen sind wir bei einer Kerntemperatur, die höher ist als das, was ich wollte. Branding fällt damit für heute aus. Schade, ist aber so, wir wollen das Fleisch noch nicht versauen. Hier haben wir den schönen Braten. Den holen wir uns jetzt da raus. Ja, wiegt der. Also knappe 3 Kilo, merkt man halt dann schon. Wunderbar. Bis gleich in der Küche. Jetzt kommt der große Moment, in dem wir das Fleisch wieder etwas ruhen lassen. Ist auch gut so, weil wir haben noch ein paar andere Vorbereitungen zu machen. Hier habe ich das Pink Butcher Paper. Das war schon wieder Butcher Paper, I'm sorry. Und jetzt mal rauf mit dem guten Stück hier. Jetzt wickeln wir das gute Stück Fleisch mal schön hier ein. Einmal zu, zweimal zu und jetzt geht das Ganze ab in die Kühlbox, in dem Fall natürlich Warmhaltebox. Deckel zu, in ein paar Minuten geht es weiter. Freunde, was für ein Stress heute, wie das so ist, Bude voll mit Leuten. Wir sind hier am Rennen, der zweite Grill ist inzwischen am Laufen. Ich bin echt so froh, dass mein bester Freund da wirklich eine Bank ist, was das Thema anbelangt. Der kümmert sich um den. So, was ist jetzt unser Thema? Unser schönes australisches Stück Fleisch oder Stück Fleisch aus Australien. Schauen wir mal rein. Zack. Bam. Ja, holen wir es mal raus. Uiuiuiuiuiui. Schaut gut aus. Ich hätte ja wirklich wahnsinnig gern noch ein Branding gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Kerntemperatur lassen wir mal schön die Finger davon. So. Hier haben wir das frisch gewetzte Messer. Und was fehlt, wie immer, die Vorlegegabel. Aber mit einem Griff haben wir sie. Müssten wir uns auch noch eine schöne zulegen. So what? Alles klar, dann schneiden wir das gute Kerlchen mal in der Mitte an. Oh je. Das sieht schon mal gut aus. Ich habe es nur schlecht angeschnitten. Und jetzt werde ich natürlich hier, wie sich das gehört, dekadent wie ich bin, für mich erstmal ein kleines Stück abschneiden und mal gucken, was ich da draußen gleich servieren werde. Wahnsinn. Sagenhaft. Super zart. Vom Geschmack her, wie soll ich das beschreiben? Es hat einen sehr eigenen Geschmack, aber einen sehr, sehr guten Geschmack. Ich bin jetzt gerade völlig sprachlos. Wartet mal. Ich glaube, ich muss da noch mal ran. Nehmen wir eine kleine Tranche ab. Ich würde sagen, auf eine gewisse Weise mild. Und super zart. Super zart. Leute, ganz im Ernst. Wenn ihr in der Situation seid, euch Grain Fed Australian Beef zu besorgen, probiert es aus. Das ist hier Angus Pure, was wir haben. Ich bin einfach nur begeistert. Eine Riesensache. Haut rein, genießt das Ding. So, und wir gehen jetzt raus an den Tisch und servieren das Ganze.